Hallo und herzlich willkommen zurück bei Outlast Whistleblower, Whistlebleur. Naja, wo wir gerade humpeln, wir sind gefallen, wir wurden geschändet, wir wurden, oh, ach du Scheiße. Aber was wir nicht wurden, wir wurden nicht zur Braut gemacht. Wir haben unsere Würde und unsere Männlichkeit und vor allen Dingen auch unser Leben behalten. Noch, wie ich anmerken möchte, das heißt ja nichts. So, hier waren wir schon. Hier haben wir schon eine Batterie rausgeholt. Und ich hoffe, der Typ kommt jetzt nicht. Das war wahrscheinlich der Schlüssel hierfür, oder? Ja. Nicht er schon wieder. Nein. One more. I try. And I try. You all betray me. Wie kommen wir denn hier wieder her? You can hang like the rest of them. Alter! Hold still. God damn it, what are you? No, damn it, darling. No, you need to behave. Komm schon. Ja. Ist er tot? Ist er tot? Ist er tot? We could have been beautiful. Hier kommt die Braut, du Wichser! Alter Schwede, eine neue Hölle. Huch, wir haben etwas übersehen. Eine Notiz. Der Körper eines Mannes, verunstaltet und verbogen. Ach, der Moment der Geburt. Der Körper eines Mannes, der mit den Brüsten, die aber eigentlich Implantate waren, das war ja ein Mann, keine Frau. Der Körper eines Mannes, verunstaltet und verbogen, um den Moment der Geburt darzustellen. Oder zu verhöhnen. Das ist etwas, was kein Mensch sehen kann, ohne sich in einer irreparablen Weise zu verändern, wie du. Ich war bei dir, als unsere beiden Söhne geboren wurden, Lisa. Bis vor kurzem war es das Wunderbarste, was ich je gesehen hatte. Absolut außerhalb aller glaubhaften Überzeugungen. Und dennoch wurde es irgendwie zum Zentrum dessen, was ich seitdem glaube. Du hast immer gesagt, ich wäre zu wortwörtlich, hast versucht, alles in ein Wenn-Dann umzuwandeln. In der letzten Zeit habe ich meinen Horizont erweitert. Wie kann es diese Dinge, die ich gesehen habe, überhaupt geben? Aber ich kenne die Antwort. Geld. Profit. Dinge wurden erschaffen. Einfach weil wir sie erschaffen konnten. So, und jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Der Witwer. Er ist tot. Der Amateurchirurg. Künftiger Vater. Ehemann. Seine Eingeweide sind zerrissen und aus seinem Bauch gezogen. Ich versuche nicht zu lachen. Oh Gott, Lisa. Ich schwöre, ich gebe mir Mühe. Ja, ab einem bestimmten Punkt kann man, glaube ich, auch nur noch lachen. Ein Zettel. Ein Brief? Französisch wahrscheinlich? Ja, natürlich ist der Französisch. Ich dachte gerade, wir haben lackierte Nägel, aber wir machen hier nur unsere Hand durchs Blut. Igitt, 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 igitt. D'une jetusura de druel element? Hm? Oui, oui. D'accord, d'accord, je t'aime, je t'aime. Okay, da der Typ weg ist, können wir uns jetzt hier nochmal ein bisschen gründlicher umschauen. Vielleicht. Ich glaube, wir waren... Ach, hier ist die Küche. Doch, da waren wir drin. Hier waren wir auch drin. Ach, gründlicher umschauen. Wir sind einmal wieder zurückgegangen.
Kommen wir aus der Sporthalle jetzt eigentlich? Die ist ja jetzt die Tür hier offen. Das ist der Grund. Kommen wir da auch noch zu den anderen Räumen oder sind jetzt einfach dicht? Doch, wir kommen noch zu den anderen Räumen. Das heißt, wir können uns jetzt hier gefahrlos nochmal ganz kurz umgucken. Da liegt noch eine Batterie, die haben wir übersehen. Die können wir jetzt, siehst du, jetzt können wir alles schön easy mitnehmen. Hier liegt keine Batterie. Kann man eigentlich... So, und da ging es dann gleich zur Braut, ne? So, haben wir hier noch... Ne. Okay, wir haben wieder 5 Batterien, jetzt nur noch 4 Batterien. Wir sammeln langsam wieder, wir erhöhen unseren Vorrat, das ist sehr gut. Aber schöne romantische Atmosphäre, wenn ich mal heirate, muss es auf jeden Fall so sein. Und am besten auch in der Anstalt. Und eine Braut, die an Seilen hängt. Alter, was ist denn? Kann man das sehen? Nee. Da kommen wir nicht durch. Das probiere ich gar nicht erst. Hier hängt ein böser Stofffetzen davor. Da kommen wir auf gar keinen Fall durch. Der ist einfach zu hart. Hier ist nichts. Kann man da rüber? Nee. Okay, ich glaube, dann haben wir hier soweit alles abgesucht. Jetzt hier durch. Oh. Hier hinten vielleicht noch? Da ist noch eine Batterie, na, siehst du mal. Ups, haben wir die auch? So, dann können wir hier einfach mal durch. Da hinten war nichts. Hier ist das Klassenzimmer. Huch. Achso, hier ist der Tisch. Alter Schwede, ich bin froh, dass wir hier wieder raus sind. Kleiner Wichser. So. Und jetzt können wir hoffentlich zum Exit. So. Ohne Unterbrechung. Gott sei Dank. Hier kommt die Braut. Hier kommt die Braut. La 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 la. La 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 la. La. Ey, Boys, ihr seid jetzt Transen, ne? Aber das weiß ich, weil ihr mal Mail wart. Okay, das war doof. So. Dann gehe ich mal weiter. Jetzt ist wieder alles so ruhig. Und der Chamäleon-Mann blickt wieder in die Zukunft. Der guckt so um mich rum. Links und rechts guckt er um mich rum quasi. Der sieht mich gar nicht. Wenn man genau in der Mitte von seinem Gesicht ist, dann fehlt ihm da die Wahrnehmung. Das ist ein toter Winkel sozusagen, genau vor ihm. Was ist denn das? Draußen brennt es, die Kirche brennt. Aber wenn die Kirche jetzt brennt, eine brennende Kirche... Ich versuche mich gerade zurückzuerinnern an Outlast. Haben wir den Pfarrer in der Kirche, in der Kirche gesehen? Ist es da, wo er angezündet wurde? Weil dann müssten wir jetzt hier eigentlich parallel zu Miles Upschur hier herumlaufen, eigentlich. 12 Stunden später. Wir waren ja 12 Stunden in der Kiste, bevor der Typ uns rausgezogen hat, der Glaskin. Eine brennende Kirche. Eine Kapelle brennt in der Ferne. Ich wusste nicht mal, dass wir eine Kirche hatten. Wo ist Gott, wenn man ihn braucht? Huch, hallo? Jetzt kriegt er sogar hier Frame Drops gerade. Ist irgendwie merkwürdig. Und wer fotografiert denn so ein komisches Bild von der Anstalt, wo ein umgekippter Rollstuhl steht? Wer fotografiert denn sowas und hängt das noch an die...
Sieg. Even took his damn pants. Tell you one thing. I've seen more than enough dick and balls tonight to last me a lifetime. Not all of them attached to a man. Let's wrap this up and get back to the truck. Amen. Ich hab's gewusst. Da liegt der Doktor. Der vom Fahrstuhl irgendwie... Ich weiß nicht genau, wie der jetzt vom Fahrstuhl, der da ist, da hingeplumpst ist, so ganz weit weg. Der müsste eigentlich festgeklemmt sein irgendwie. Aber da liegt der Doktor. Und wir sind parallel zu Miles Upshur, den Reporter, den wir in Outlast spielen, den wir quasi in der ersten Folge angeschrieben haben. Wir sind parallel zu ihm in dieser Anstalt. Diene und beschütze. Private Polizisten. Söldner, private Armee, wie auch immer die sich jetzt nennen. Sie sind genauso hilflos wie wir. Ich muss hier raus. Entkommen. Na, das ist ja mal was. An alle Einheiten. Die Erlaubnis zum tödlichen Waffeneinsatz wurde erteilt. Wiederhole, an alle Einheiten. Tödlicher Waffeneinsatz wurde genehmigt. Tötet alles, was sich bewegt. Nein, bitte nicht. Tötet mich, bitte nicht. Ich bin kein Patient. Was natürlich das ist, was alle Patienten sagen. Ich glaube, da war ein Outlast-Spieler vor uns schon hier, wenn ich das so betrachte. Oh, eine Akte. Ist wahrscheinlich die Akte Jane. Oh. Dann wollen wir mal lesen. Von Helen Granat an Group 8416 at murkofcorp.lu. Betreff Rudolf Wörnickes Ausstieg. Sehr geehrte Damen und Herren. Sehr geehrte Herren. Der Grundstein wurde gelegt, um einen ereignislosen Austritt von Rudolf Wörnicke aus den tragenden und finanziellen Systemen von Mount Play Massive zu gewährleisten. Sein fortgeschrittenes Alter sollte allen möglichen Verdächtigungen unter den Vertragsarbeitern und den Angestellten entgegenwirken, welche ihn netterweise mit dem Spitznamen der Gruftwächter belegt haben. Und juristisch gesehen starb er vor Jahren. Soweit ich verstanden habe, wurde die Verlegung der Patienten 14-3068, 14-2791 und 14-8681 bereits geplant. Wir alle sind schrecklich aufgeregt über das offensichtliche Profitpotenzial des neuen Projektes. Meine Wissenschaftler haben Wörnickes Unterlagen durchforstet und fanden keinen Hinweis auf die drei luziden Träumer. Die drei luziden Träumer. Ich denke, es ist eine sichere Annahme, dass Wörnicke durch den teilweisen Erfolg mit seinem Patienten Billy Hope und seiner eigenen Gebrechlichkeit so sehr abgelenkt war, dass er zu blind war, um die tatsächliche Entdeckung zu erfassen und zu realisieren. Selbst eine minimale Ausbeutung dieser Ressource ist kaum zu unterschätzen. Ich hoffe nur, dass die neue Anlage gründlich genug abgeschirmt ist, um Frauen zuzulassen, sodass ich zukünftige Resultate mit meinen eigenen Augen sehen kann. Respektvoll, Helen Granite, Murkoff Abteilung für juristische Schadensbegrenzung. Also war das gar nicht der Wörnicke? Die haben sich quasi gegen den Wörnicke verschworen. Ein ereignisloser Austritt von Rudolf Wörnicke aus den tragenden und finanziellen Systemen. Die wollten ihn, glaube ich, so ein bisschen rausmobben, glaube ich. Um die Firma für Profit zu übernehmen. Was jetzt nichts Aufregendes ist. Es gibt drei luzide Träume. Einer war, glaube ich, hier, den war der Gas-Dingens da, den wir gerade getroffen haben, der uns zur Braut machen wollte. Einer ist Billy Hope, den wir aus dem ersten Teil kennen. Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist der dritte luzide Träumer? Und vor allen Dingen... Ah, eine Batterie. Vor allen Dingen möchte ich auch nicht erschossen werden, wenn gleich die Typen hier reinkommen. Ich höre überall Sperrfeuer. Darth Vader. Multiple officers down. Take some basement. Unknown
Tja, mir scheint, die Herren Privatarmee haben gerade ein paar Probleme. Wo soll ich jetzt hingehen? Da vorne ist eine Tür, hier ist eine Tür. Ich habe immer Angst, dass die Türen zugehen und wir dann irgendwas nicht erforscht haben. Tja, Doktörchen, so sieht man sich wieder. Wer hätte das gedacht, dass wir uns unter diesen Umständen nochmal wiedersehen? Du kleiner, schmieriger Bastard. Und wo ist deine Schere? Hast du nicht dabei? Nein? Hat das Doktörchen seine Schere vergessen? Hier, riech meinen Fuß. Ich steck dir meinen großen, dreckigen Zeh im Mund, mit dem ich schon durch Blut und Gedärme gewatschelt bin. Bäh, ich kack dir auf den Kopf. Den Fahrstuhl können wir offenbar nicht nehmen. So, und so langsam verdichtet sich hier alles, habe ich das Gefühl. Ich laufe jetzt hier nochmal ganz kurz entlang. Aber da geht's nicht weiter. Da ist versperrt. Und hier ist nur der Doktor, okay. Der Doktor. So, da kommen wir nicht durch. Die Musik klingt fast ein bisschen traurig. Und draußen brennt der Himmel und die Welt. Oh oh. Raus können wir ja nicht. Nee, da ist eine Scheibe davor. Ich habe gerade nur gehört, wie sie eine Tür geschlossen hat irgendwo. Was meist ein Zeichen dafür ist, dass wir nicht alleine sind. Und hier wird gespeichert. Da kommen wir nicht durch. Gehen wir weiter hier entlang. Ach, schön ist das. Ein Feuer, das alles verschlingt. Das die Schmerzen frisst. Die Welt brennt und mit ihm mein Herz. Gehen wir jetzt zur Kapelle? Ich war hier schon mal. Wir sind hier in den Räumlichkeiten des Priesters und seiner Braut. Wir sind jetzt im administrativen Bereich, wo wir bereits schon einmal waren. Gibt es hier noch etwas zu stibitzen? Jack Nicholson? Hier irgendwie raus? Durch den Kamin? Na nö, müssen wir hier rübersteigen? Dies scheint nicht der Weg zu sein. Und hier ist abgeschlossen. Sagt mir, Brüder und Schwestern, wo müssen wir hin? Ich habe den Weg verloren. Den rechten Weg. Ich brauche Beistand. Ich verstecke mich einfach hier, bis alles vorbei ist. Und das Feuer mich von meinen Sünden befreit. Oh, eine Tür. Da gehe ich auch mal hier lang. Aber war hier nicht Fatty McFatFat? Allein in diesem Gang. Eine Akte.
Die hat Miles Upschuhe offenbar übersehen. Wir verlesen sie mal eben. Transferautorisation für folgende Patienten. 143068, 142791, 148681. Von Murkoff Psychiatric Systems, Mount Play Massive. Nach Murkoff ARD. Öffentlich-rechtliche Einrichtung. Aha. Warnung. Level Tripper Schwarz. Sicherheitsprotokoll inklusive chemischer Fixierung, physischer Fixierung und separater adaptiver Überdruckkammern sind für die gesamte Dauer des Transfers zu nutzen. Chemische Stimulanz für alles Personal innerhalb von 500 Metern zu den Patienten ist nachdrücklich empfohlen. Kommunikationsversuche sollten als Halluzination angesehen und ignoriert werden. Gesichtsentstellungen sollten nicht als Zeichen von Verlust der Wahrnehmungsschärfe angesehen werden. Sie sind physisch blind, aber nicht unsehend. Anmerkung: Sicherheitsfreigabe für Projekt Wallrider ist nicht gültig für Informationen über die Patienten 143068, 142791 und 148681. Eine neue Sicherheitsfreigabe wird ausgeschrieben und ein dementsprechendes Protokoll eingerichtet werden. Die drei Patienten wurden also von Mount Play Massive nach Murkoff ARD, was immer das heißt, in die Zeichnereinrichtung verlegt. Einer der Patienten war Billy Hope. Das heißt, die ARD, diese Zeichnereinrichtung, ist wahrscheinlich das im Keller, oder? Okay, das ist ja jetzt nichts Neues soweit eigentlich. Ja, dann wollen wir mal weiter. In den Endscreen hinein und schauen, was die nächste Folge so bringt. Wir sind also zusammen und ich habe es bereits geahnt und geschnüffelt. Ich habe es erschnüffelt. Wir sind bereits zusammen mit Miles Upschur hier im Gebäude, wobei der natürlich sehr schnell reagiert hat. Wobei wir waren 12 Stunden in diesem Schrank eingesperrt. Und ich weiß nicht, wie lange wir vorher unterwegs waren. Da hat man ja nicht so das Zeitgefühl für. Der Reporter Miles Upschur ist auf jeden Fall in the building, im Gebäude. Der Doktor ist bereits tot und wir haben ja vorher gesehen, der Priester hat bereits Down the Drain an die Wand gepinselt und so weiter. Das heißt, wir sind hier die ganze Zeit während der anderen Ereignisse, sind wir hier momentan unterwegs. Und wir wissen ja auch vor allen Dingen nicht, wissen wir das? Wissen wir es nicht? Doch, 2 Stunden lang waren wir auf den Stuhl gefesselt, auf diesen komischen Psychopathenstuhl in der ersten Folge, da waren wir 2 Stunden drauf. Wie lange wir anschließend unterwegs waren? Keine Ahnung. Wie wir wieder rauskommen? Keine Ahnung. Was die nächste Folge bringt? Keine Ahnung. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.